Hey Leute, ich bin MacTaverick. Ja, in diesem Video geht es einmal um die belebte Pflanze Conifere oder auch Lebensbaum oder Thuja genannt. Meistens oder sehr oft wird diese Pflanze wie hier auch als Heckenpflanze angelegt und gerade dann braucht sie viele Nährstoffe, weil die Pflanzen enger beieinander stehen und sich natürlich die Nährstoffe gegenseitig nehmen. Aber auch einzelne Pflanzen müssen ab und zu mal gedüngt werden, damit sie richtig schön kräftig grün wachsen. Und ich zeige euch, auf was ihr alles beim Düngen achten müsst, womit ihr düngt, wann ihr düngt und wie ihr das Ganze richtig dosiert, damit ihr der Pflanze keinen Schaden zufügt. So, hier seht ihr einmal eine Auswahl von verschiedenen Düngern. Als erstes haben wir hier Blaukorn. Wenn ihr Blaukorn anwenden möchtet, erfolgt die erste Düngung im April, eine weitere im Juli und die letzte kann dann nochmal Anfang September erfolgen. Das ist ein mineralischer Dünger, der sich relativ schnell zersetzt. Das heißt, hier muss man etwas häufiger düngen. Hier haben wir zum Beispiel Hornspäne, das ist ein organischer Dünger, der sich langsamer zersetzt. Hier erfolgt die erste Düngung bereits Mitte März und dann erfolgt eine weitere Düngung Anfang September und dann reicht das aufgrund dessen, weil der sich eben langsam zersetzt. Diesen Dünger kann man auch noch ganz gut nehmen als Startdünger, wenn man Koniferen neu gepflanzt hat, dann kann man die gleich mit dazugeben, diese Hornspäne hier als Startdünger. Da ist es auch nicht so problematisch, wenn das mal an die Wurzeln kommt. Ja, das wäre hier bei Blaukorn absolut tödlich, also Blaukorn nicht als Startdünger nehmen und mit ins Pflanzenloch geben. Und dann haben wir hier einmal Pferdedung, ist auch ein organischer Dünger, der auch sich langsam zersetzt, das heißt hier auch im März die erste Düngung, oder Anfang September dann die zweite Düngung. Und dann haben wir hier Koniferndünger, der eben speziell auf Koniferen abgestimmt ist und der hat mehr Magnesium als die anderen Dünger und das ist speziell für die Koniferen wichtig und deshalb würde ich euch auch empfehlen, einen solchen Dünger anzuwenden. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze dosiert und wie man die verschiedenen Dünger anwendet. So, ich zeige euch das jetzt einmal hier mit dem Spezialdünger. Da nehmt ihr ca. 40 bis 60 Gramm pro Quadratmeter. Das ist so eine halbe Handvoll ungefähr. Und dann wird das gut auf so einen Quadratmeter verteilt. Anschließend müsst ihr das dann noch gut einhaken im Boden. So ein bisschen 1-2 cm unterhaken. Und dann ist die Düngung auch schon erfolgt. Ganz wichtig auch, dass das Ganze dann natürlich anschließend auch gegossen wird oder eben zumindest der Regen dann erledigt. Bei den anderen Düngemitteln verfahrt ihr ähnlich. Ihr müsst es auch in den Boden mit einhaken. Hier vom Blaukorn nehmt ihr auch 50 Gramm pro Quadratmeter, also ungefähr dieselbe Menge, wie ihr eben gesehen habt. Von der Hornspäne könnt ihr ein bisschen mehr nehmen. Da könnt ihr so 100 bis 120 Gramm nehmen. Das ist dann also hier schon mal so eine richtig gute Handvoll. Und das gleiche gilt auch für Pferdedung, denn hier ist einfach eine Überdüngung gar nicht so schnell möglich, weil sich das eben langsamer auflöst. Ja, und dann wie gesagt, so wie ihr das eben gesehen habt, das Ganze verteilen, einhaken und anschließend wässern. Und dann ist die Pflanze gut gedüngt. Und das macht ihr dann so die ganze Hecke lang, so dass ihr halt auf einem Quadratmeter immer die Dosierung verteilt. Ja, wenn ihr jetzt keinen Dünger zur Verfügung habt von den gezeigten, dann zeige ich euch unten im Video mal, welches Hausmittel ihr auch nehmen könnt zum Koniferndüngen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacTaverick.